Börsenminute von Julia Kistner. Politische Börsen haben lange Beine, behaupte ich einfach so, auch wenn ich damit Altmeister André Castagliani widerspreche. Dessen legendärer Spruch lautete ja, politische Börsen haben kurze Beine. Was so viel heißt wie, dass politische Einflüsse an der Börse deutlich kürzer wirken als wirtschaftliche Entwicklungen. Das hat sich bei Trump gezeigt, bei Putin, beim Säbelrassen von Kim Jong-un und auch am Tag 1 nach der deutschen Bundestagswahl ging die Börse sehr schnell wieder zur Tagesordnung über. Hauptsache Rot-Rot-Grün geht sich nicht aus. Und doch bin ich überzeugt, haben sich die Zeiten stark geändert und politische Einflüsse wirken sich seit der Finanzkrise 2008 und verstärkt durch die Pandemie sehr wohl längerfristig aus, weil eben Reregulierungen wieder stark zugenommen haben. Stichwort Bankenunion, EU-Aktionsplan und Kohleausstieg. Der starke Einfluss der Geldpolitik auf die Zinslandschaft und jetzt in der Pandemie auch noch die Milliarden staatlichen Konjunkturpakete, die auch börsennotierte Titel den nächsten Jahre bewegen werden. Hinzu kommt auch, dass der Staat sich als Neo-Aktionär in krisengeschüttelten Branchen wieder stärker engagiert. Man denke nur an TUI und Lufthansa oder wie in der Schweiz die Nationalbank in vielen Bluechips große Aktienpakete hält. Um sich politisch motivierten Schwankungen an den Kapitalmärkten halbwegs zu entziehen, gibt es nur eines, sich bei seinem Investment sehr global aufzustellen. Wen jucken in Seoul schon die Sorgen in Frankfurt über den Wahlausgang? Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.